Hallo ihr Lieben. Ja, ihr wundert euch vielleicht, was ich hier habe. Ich musste mir ein Provisorium machen, weil mein normales Ansteckmikro leider irgendwie nicht mit meinem Computer funktioniert. Es funktioniert zwar prima mit meinem Handy, aber nicht mit dem Computer und deswegen kann ich das irgendwie nicht koppeln. Das ist sehr schade. Ich hoffe, mit diesem Mikro hier, funktioniert das einigermaßen und ihr könnt mich hören. Ich werde das natürlich, wenn ich das Video schneide, bemerken. Ich werde es aber so lassen, um zu sehen, wie ihr damit klarkommt. Also, dass ihr mir Feedback geben könnt, ob das Mikro hier gut für euch funktioniert hat oder nicht. So, ja, warum habe ich dieses Video? Warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Natürlich nicht speziell, um das Mikro zu testen, sondern ich habe euch vorhin im Haul versprochen, dass es heute noch ein Video gibt, in dem ich euch sage, was ich in der Adventszeit mir Schönes ausgedacht habe. Und letztes Jahr hatte ich ja den 3-Fragezeichen-Adventskalender, einen von IKEA und ja, meinen Tausch-Adventskalender. Dieses Jahr habe ich 2 Tausch-Adventskalender, wieder mit Miss Fruchteis und noch einen privaten. Und ja, die werde ich euch auf jeden Fall zeigen in der Adventszeit, das ist klar. Wie ich die zeigen werde, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich denke mal, dass ich sie dieses Jahr nicht jeden Tag zeigen werde, sondern vielleicht immer so 2, 3 Tage vielleicht sammle. Oder ja, also da habe ich noch nicht so genau den Plan, wie ich das machen werde. Vielleicht mache ich es auch jeden Tag, aber es wird dann nur ein kurzes Video geben. Und nicht so lang wie beim letzten Mal. Aber natürlich sollt ihr nicht auf ein tägliches Video verzichten müssen in der Adventszeit. Und darum habe ich schon Ende September, Anfang November, ja, angefangen, Videos für euch zu drehen. Und zwar für jeden Tag ein Video, in dem ich euch eine Geschenkidee zeige. Und manchmal bin ich dafür unten in meiner Küche, manchmal hier oben und bastle hier irgendwas. Und ja, wie gesagt, jeden Tag wird es dann eben ein Video geben, wo es so eine Geschenkidee gibt. Außer an 3 Tagen. Die habe ich jetzt mal für etwas anderes reserviert. Und zwar dachte ich mir, dass es doch ganz nett wäre, Live-Videos zu machen. Ist für mich so ein bisschen so eine Herausforderung, wie auch dieses Video hier gerade so in die Kamera reingucken und nicht da oben auf meinem Monitor schauen, was ich eigentlich gerade mache und wie ich aussehe. Man neigt immer dazu, da hinzugucken, aber ich versuche meine Augen auf diesen kleinen Punkt hier zu fesseln und da oben nicht hinzuschauen, weil für euch das bestimmt störend ist, wenn ich da dauernd hochgucken würde. Genau. Ja, und ich habe mir gedacht, ich würde gern an 3 Sonntagen Live-Videos machen und das wäre dann der 9., der 16. und der 23., weil ich für den 2. schon ein anderes Video vorbereitet hatte. Deswegen der 23. statt der 2. Vielleicht ist es ein bisschen ungünstig, vielleicht entwickelt sich das auch noch während der Adventszeit ein bisschen anders. Was schauen wir mal? Das kommt so ein bisschen drauf an. Was ihr gerne möchtet und was ihr mir für Kommentare unten in die, also was für Kommentare ihr mir einfach schreibt. Und ja, dann schauen wir mal. Also ich habe für diese Sonntage noch keinen festen Plan. Es könnte passieren, dass wir irgendwas basteln. Es könnte sein, dass es eine spontane Live Aktionen gibt, wo ihr was gewinnen könnt oder. Also da bin ich noch ganz offen und bin da noch gar nicht auf irgendwas fixiert. Und wie gesagt, ihr dürft auch gerne unten in die Kommentare was reinschreiben, was ihr euch wünscht. Vielleicht wünscht ihr euch, dass wir was zusammen basteln oder vielleicht wünscht ihr euch, dass ich einfach nur hier sitze und euch ein bisschen was erzähle oder. Das ist alles noch komplett offen und das habe ich auch mit Absicht gemacht, damit ihr eben mitwirken könnt. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass ich hier Sonntag nicht ganz alleine sitze und niemand online ist und niemand zuschaut. Aber ja, das ist dann halt so. Dann sitze ich hier halt eine halbe Stunde und werde dann basteln oder vielleicht werde ich dann auch einfach abbrechen, das weiß ich noch nicht. Also da schaue ich mal, da lasse ich mich einfach überraschen und schaue mal, wie das dann wird. Ja, dann bleibt jetzt nur noch eins. Wie gesagt, bitte schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünscht für die Sonntage
Und nett wäre das Feedback über das Mikro, ob das funktioniert hat. Und ansonsten sage ich Tschüss und ja, wir sehen uns, ne?